Du hast mich angerufen? Ja, und zwar habe ich schlechte Nachrichten. Und zwar habe ich gestern davon geträumt, wie der Nachbarsjunge, der schräg gegenüber von uns wohnt. Weißt du, wen ich meine? Ja, klar. Da habe ich geträumt, dass ich so Männchen freigelassen habe und dass der dann gestorben ist. Und heute gehe ich so auf den Spielplatz und da liegt der da im Sand und ist einfach tot. Hast du seinen Eltern Bescheid gesagt? Ja, der Polizei auch. Aber ich glaube nicht. Meinst du, das ist Zufall? Meinst du, dass das gleich ist, dass du das geträumt hast und das? Ja, ich glaube, dass das Zufall ist. Ich glaube auch, dass ich daran schuld bin, so ein bisschen. Aber ich glaube eher nicht, weil ich denke, dass das Zufall ist. Weil wenn du da nicht so unbedingt dabei warst oder warst du schuld an seinem Tod, hast du ihn getötet? Ich glaube eher nicht, weil wenn du da nicht dabei warst, kann das eigentlich gar nicht sein. Das stimmt schon. Ich habe schlechte Nachrichten wieder, und zwar, kannst du dich ja noch an diesen Jungen erinnern gestern, ja, klar. Ne? Ja, von dem Nachbarn, ne? Der ist ja gestorben, ne? Und von gestern auf heute in der Nacht habe ich geträumt, dass du stirbst. Auf jeden Fall, das Lied war nicht wirklich gut. Hast du Johnny gesehen? Nee, warum? Weil mir geht's nicht so gut und ich habe den jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Oh, mein kleines Brüderchen, soll ich dich nach Hause fahren? Nein, hör auf, mich zu ärgern. Ja, ruf ihn doch einfach an. Okay, mache ich. Ciao. Geht der denn jetzt nicht ran? Hallo? Hallo?